Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ein kanalübergreifendes Projekt und zwar Star Wars Battlefront, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und wer zockt mit? Natürlich kein anderer als der Revano. Ja, hallo. Boah, ich bin aufgeregt. Das war gerade wie im Kino, so wie im Film. So, oh, ich würde ein bisschen im Film jetzt gucken. Jo, auf jeden Fall. Geil. Ja, ihr wisst ja, Star Wars Battlefront, ziemlich neu, jetzt nicht mehr. Wir haben es nicht zum Release geschafft, leider. Aber ihr werdet uns jetzt einfach ein bisschen begleiten, hier, wie wir ein bisschen durchspielen. Es wird, ich weiß nicht, wie wir das Let's Play so richtig aufbauen. Wird es ein regelmäßiges? Ja, ich weiß auch nicht, weil es gibt ja auch nicht wirklich eine Kampagne. Und da gibt es halt jede Menge Spielmoden und da müssen wir uns halt durchkämpfen. Hast du auch gerade die Droiden, die da quatschen? Ja, nö, nee, ich gehe jetzt mal zur Stadt drücken. Ja, also X. Ja, genau. So, okay, jetzt gucken wir uns erstmal hier mal ganz kurz um, was es hier so alles gibt. Denn wir haben ja hier, was ist denn Sammeln? Oh, das Freischaltungen ist und Diorama. Aufzeigen des Spiels pausiert. Kreis. Okay. Okay, wir haben hier Sammeln. Also es gibt hier auf jeden Fall Multiplayer und Missionen. Ich denke mir mal, wir werden auch Missionen anfangen. Und wir werden auch dann immer, wir werden halt alles mal durchklettern. Es wird hier kein richtiges Ende geben bei dem Let's Play. Es wird einfach so lang, ihr werdet uns einfach so lang bei Fights begleiten, bis wir einfach keinen Bock mehr haben. Richtig. Und, ne, und soweit, ja, wie gesagt, okay, ich habe eine Frage. Bist du auch offline? Da steht, du bist offline. Zum Verbinden drücke Dreieck. Hast du das auch? Nein. Okay, dann muss ich mich kurz anmelden. Na, macht ja nichts, Leute. Dann melde ich mich mal kurz an. Genau. Wir haben hier Multiplayer und Missionen. Also wie gesagt, Missionen werden wir jetzt ja anfangen, weil das kann man hier Action für ein oder zwei Spieler. Das werden sicherlich diese Wellen sein, oder? Ich gehe mal ganz kurz auf Multiplayer drauf und schau mal, was da alles für Modis gibt. Gefecht, Abwurfzone, Jägerstaffel, Kampfläufer, Angriff. Also ihr seht schon, wir werden viel probieren. Wir werden jeden Modi auf jeden Fall mal hier anschauen. Und das alles so nacheinander weg. Ja, boah, das sind aber schon einige Sachen hier. Jo. Also. Hoho. Abwurfzone. Ja, wir werden das dann später angucken. Okay, wir gucken jetzt mal hier oben und zwar Sammlung. Gucken wir uns mal rein, da kann man viel freischalten und zwar... Wo bist du jetzt? Sammeln bist du? Okay. Ja, ja, ja. Und zwar bin ich gleich auf das linke gegangen, auf Freischaltungen. Da kannst du sammeln Credits, indem du spielst, investiere Credits. Ja, das haben wir ja schon in der Beta gehabt, wo man hier diese Karten sammelt. Und Dioramas auch, ne? Das sind wahrscheinlich Bilder, oder? Ich bin jetzt gerade bei Freischaltungen, habe ich drauf geklickt, habe ich gerade gesagt. Ja. Achso, du bist da drauf sogar, okay. Genau, hier kann man dann Waffen noch freischalten. Ja, wie in der Dings. Und halt eben das Aussehen kann man noch ändern. Kann man haben. Hast du da bei Aussehen auch 23 von 152 stehen? Was? Ich habe bei Aussehen steht bei mir oben 23 von 152. Du kannst so ein bisschen was, kannst du schon einstellen. Kannst du zum Beispiel den Rebell... Ich hab nichts von der Beta mit übernommen, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Mensch mit Helm. Hätte ich mich jetzt gewundert, deswegen. Jetzt kommen wir hier Mensch Bob und hast du dann halt verschiedene Frisuren. Ach, guck mal, hier unten haben wir sogar noch mehr Menschen mit Helm. Ah, okay. Da kann man sich ja einmal schon mal rein aussuchen, wie unsere Figur aussehen soll. Das machen wir auch gleich mal mit. Nee, Japaner will ich nicht haben. Eine Frau will ich auch nicht haben, definitiv nicht. Oh Gott. Mensch mit Helm bin ich. ich gehe erstmal. Ach, guck mal, da gibt es noch was anderes. Rebell, Imperium, ja, du musst es ja von jedem Einzelnen. Du musst es ja von jedem Einzelnen auswählen. Deswegen machen wir mal ganz ruhig. Welchen Mensch nimmst du denn? Weil ich würde ja schon gern anders ausnehmen, wie du. Ja, aussehen, als du. Unten hast du Twelk und so. Da hast du noch andere Krieger von anderen Sternen. Ganz, ganz unten. Schattentrooper, geil. Okay, du bist jetzt da. Ich bin bei Freischaltung aussehen, ne? Ich bin bei Rebell oben. Und da suchen wir uns. Ich gehe auf jeden Fall Imperium. Oh, du musst beides aussuchen. Meine Fresse. Ach so. Ja. Okay, Mensch, eins ist scheiße. Also dann nehme ich. Ich nehme den Helmbart-Typ. Also Mensch, dann nehme ich einen. Mensch 2 Helmbart. Nee, dann Mensch 4 gefällt mir auch nicht. Das ist der Japaner. Dann nehme ich den Mensch 6 mit Bart. So. Okay. Das ist meiner. Und jetzt gehen wir zu Imperium, ne? Da haben wir auch Sturmtruppler halt, ne?
Sturmtruppe weiblich, männlich. Toll, der Unterschied ist ja gigantisch. Der Gürtel rutscht hoch und runter. Okay, es gibt aber auch jetzt noch nicht, es gibt noch nicht viel freigeschaltet zu schalten. Oh, der Schattentruppler gefällt mir ganz unten. Okay. Ja, Imperium, das sind eigentlich die, das sind eigentlich dieselben Figuren, nur halt in den Anzügen. Okay, das ist ein bisschen. Naja, gut, okay, es gibt es halt so. Ich nehme. Auch natürlich männlich, ne? Weil du hast ja weiblich und männlich. Deswegen ja, ich habe auch, ja. Bei weiblich ist der Gürtel ein bisschen was oben. Die Emotes? Ja, ach, da das, sind dann so, das sind dann so. Fauststoß, Ghetto-Faust, mieses Gefühl. Geil. Na los. Ich nehme Fauststoß, das sieht geil aus. Wir haben auch oh, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Ui, was hast du denn jetzt? Was? Hi? Ich habe mich verschluckt. Stimmt. Entschuldigung. Achso, schön. Ich nehme Ghetto-Faust. Aber wir haben alle drei. Nach ja, dann oben die Taste. Passt. Mache ich mieses Gefühl. Ach so, hm? Kannst du alle drei anwählen. Nee, mieses Gefühl nach links, Fauststoß nach oben und na los nach rechts. Mach mal die Audio auf 30, das ist mir gerade hier Ingame-Sound, also ich, das ist mir gerade ein bisschen also, zu laut. Bei mir ist es eigentlich perfekt, muss ich sagen. Hast du auch auf 30 Gesamtlautstärke? Nö. Okay. Und was meinst du denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, du kannst ja Audio noch und Diorama, keine Ahnung, was das ist. Ich gehe mal drauf. Oh, das lädt sogar. Hm. Oh. Ja, wir werden jetzt, sieht es aus, schaut im ersten Part erstmal mehr am Menü rum, weil wir erstmal schauen wollen, was hier alles gibt. Es ist ja doch ziemlich vielseitig. Und interessant. Und interessant, genau. Und vielleicht für den ersten Part gar nicht mal so schlecht, wenn man hier mal so ein bisschen gucken kann, was es überhaupt gibt. Auch für euch, die es noch nicht. Aber ich will trotzdem gleich ballern. Willkommen bei, bei deinem Diorama. Erhalte alle Figuren, um eine ultimative Sammlung aufzubauen. Und dein Können zu beweisen. Ach, das ist doch wieder so. Ach, da kannst du den AT-AT oder was hier. Ja, du kannst die Haufen Figuren und so freischalten. Darth Vader, Scout Troubler. Mm, ah, okay, dann hast du dann hier so eine 3D-Ansicht. Schön, Einzelnen. Ehrlich, das sieht gut aus. Okay, da kann man aber trotzdem wieder rausgehen. Der Slave, das ist der das Schiff von dem Kopfgeldjäger. Na, ist ja geil. Ich bin wieder rausgegangen, weil ich das ist noch nicht freigeschalten. Okay, da würde ich sagen, finde einen Partner, muss ich dich jetzt bestimmt hier unten erstmal einladen, oder? Ja, oh, Moment, ich bin noch gerade. Stopp. Ich hab grad. Ach so, nee, halt, stopp, das ist, geht in Browser. Nee, lass das mal. Mission haben wir und Multiplayer. Wir machen erstmal Mission, ne? Für ein oder zwei Spieler. Das ist erstmal für uns. Mit Tutorial und sowas. Genau, wir machen Mission. Training, Schlacht und Überleben. Drücke ich mal X, Training, Schlacht, Überleben. Genau. Fangen mit dem Training an, oder? So wie es gehört. Ja, da haben wir doch 0 von 15, dann machen wir das doch erstmal fertig. Aber ich glaube nicht, dass das zusammengeht. Ich weiß es nicht. Doch, das geht zusammen. Gucken. Okay, wir werden, ich werde mal. Achso, ich muss dich erstmal ein. Warte mal, wie ging denn das nochmal mit dem Einladen? Wie ging das nochmal mit dem Einladen? Ich habe da oben Sammeln 24 stehen. Hast du aber auch gestehen gehabt, ne? Ach, hier war das. Partner auswählen. In Party einladen. Dann wollen wir uns mal den Revano LP einladen. Werd eingeladen, liebe Party Freunde. Party Juhu. Erstellen. Musst du im PSN, glaube ich, oder kannst du das, glaube ich, auch im Spiel machen. Ja, ich habe noch nichts bekommen. Ja, der erste Part, wie gesagt, wird erstmal wahrscheinlich im Menü Dings. Ah, jetzt kommt was, ja. Ist ja nicht schlimm. Ach, nö, geht ja gleich los, liebe Freunde. Ist ja gerade auch mal ein bisschen das Feeling zu genießen, hier Party annehmen. Okay. Party so, von okay. Onkel. Du hast eine Einladung bekommen, ja. Noch, hast du noch eine geschickt? Nee, die war halt, ich musste. Achso. Komische. Okay, wartet bitte. Ich werde gerade eingeladen. Nee, ich werde eingeladen. Lädt. Wartet bitte, steht da. Und jetzt kann man nämlich hier oben zocken. Und jetzt kann man hier oben nämlich eine Party einladen und dann kann man nochmal den Partner auswählen. Das bedeutet dann nämlich. Mach mal bitte dein Mikrofon aus. Nein. Du hast oben ein Mikrofon an neben dein Ding da. Achso. Aber das macht nichts, ne? Nö, ich habe kein Mikrofon. Ich habe kein Mikrofon am Ding, aber ich kann es gerne. Ja, dann gehe ich jetzt rein. Wenn das Ingame in irgendwie. Ja. Nee, du gehst mir nicht in Star Wars rein. Du bist eine Sackratte. Ich gehe jetzt extra hier ins Menü schon wieder. Okay, ich lade dich jetzt erstmal ein als Partner, weil dann kann man nämlich mit dem zusammen spielen. Ah, du bist jetzt erstmal als klar Partner. Will ich Partner sein. So, sonst ist man nämlich nur zusammen im Team, aber es geht dann zwei, die direkt als Partner sind. Okay, da würde ich sagen, geh mal ins Training. Genau. Und dann soll man hier schon lernen, einen X-Wing über Schluchten von Tatooine zu fliegen, während du nach imperialen Aktivitäten suchst. Okay, da würde ich sagen, werden wir das mal machen. Ich glaube, das geht bloß alleine, ich weiß es nicht. Solo-Spiel, nee, hier steht's. Was denn? Die, da gibt es ja mehrere Invasionen. Bettlerschlucht, habe ich doch gerade vorgelesen.
Ja, das ist aber Fliegen, ne? Wollen wir nicht erstmal ein bisschen. Ist ja egal, wir müssen ja alles trainieren, oder? Ich wäre für dunkle Seite. Na gut, dann machen wir halt dunkle Seite. Du weißt, ich aber bin ein großer Fan von den Sith. Du darfst nicht drücken, ich muss dich einladen, ne? Ja, lad mich ein, ich warte hier. So, Partner Online-Koop. Warte auf Rivano, ja, jetzt musst du bloß bestätigen. Ja. Ah, das läuft ja flüssig. Leute von EA, habt ihr gut gemacht. Also, wir freuen uns schon. So, was kann ich denn jetzt machen? Ja, da steht, ich werde geladen gerade. So. Das Chat-Audio ist auf Priorität, hä? Okay. Die dunkle Seite, Horst. Die Truppen der Rebellen versuchen verzweifelt, die Kontrolle über die Basis zu behalten. Während dunkle Lords der Sis überfallen, gib dich der dunklen Seite hin und lösche die Rebellen aus. Das hört sich gut an. Auslöschen. Ja, es steht, ich bin immer noch im Menü. Achso. Ja, ich lade noch. Ich sehe noch. Kämpfe um. Achso. Achso. So, ich kann jetzt auswählen. Ich bin Darth Vader. Geil. Was bist du denn? Ey, ich will Darth Vader haben. Was? Nimm mir nicht meinen Darth Vader. Ah, hast du schon genommen. Na, dann bin ich der Imperator. Dankeschön. Ich will mit so einem alten Glatz spielen. Oh, es kommt sogar eine Zwischensequenz. Boah, geil. Vernichtet sie alle, mein Schüler. Wie ihr wünscht, Gebieter. Hätten wir doch andersrum machen sollen, oder? Mein Meister? Oh, ich guck mal, ich kann blitzen. Geil. Lichtschwert schwingen, R2. Boah. Achso, das macht Schub. Okay. Er ist so mächtig. Hab ich denn echt nur einen Angriff? Sieht so aus, ne? Ich muss mal gerade gucken. Türen, Angriff, Bögen. Blaster-Querschläger, okay. Querschläger. Ah, okay, das ist die Drehung. Was hat er noch? L2 kannst du blocken, okay. Kettenblitz. Ach, geil. Was ist das jetzt gewesen? Halte. Aber irgendwie. Ach, das sind ja meine. Ach so, das sind ja meine. Boah, der ist aber übel gut, du. Oh. Der macht aber schon gute Sachen hier. Wo bist du, Onkel? Oh, Video? Ich bin den Berg hochgeladen. Laufen. Verteilt euch! Warte, ich kümmere mich darum. Boah, Kettenblitz. Hallo. Oh, das ist wieder so eine Aktion, die kann man. Ich verkack's wieder total. Stirb mit deiner Rebellion! Der Imperator, ja. Der mit seiner kleinen Pudelmütze, ja. Oh mein Gott! Sichert die Flanke. Kettenblitz. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir noch Unterstützung haben, ne? Von unseren Troopern, sonst wären wir wahrscheinlich aufgeschmissen. Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Ich krieg den nicht kaputt. Aber du siehst aber auch cool aus. Bleib mal stehen. Boah, ich will auch ein Laserschwert. Den jämmerlichen Rest dieser Nacht. Oh, ich mach dir sogar Schaden. Entschuldigung. Also, Friendly Fire ist an. Wow, die haben Schutzschilde. Ah, ich kann so eine Druckwelle kann ich machen. Das ist zu. Aber es ist doof, dass ich dir Schaden machen kann. Echt? Ein echt geiles Tutorial, aber ein bisschen zu kurz. Guck mal, ich habe 15 gekillt. Ich bin der ultimative Blitzer. Normalerweise hatte ich auch mal diese Anzeige hatte ich auch schon mal weggehabt, wo da dort steht. Also dieses Video kann gerade nicht gezeigt werden. Echt? Durch den HTTP-Schutz, ja. Okay. Wir haben 3 Sterne bekommen. Ja. Alles. Guck mal, wir haben 50 Credits erhalten. Meistere die Mission. Ja, 150 Credits dazu. Nee, ich habe bloß effizient, habe ich nichts bekommen. Echt? Nee, ich habe alle 3 bekommen. Meister die Mission mit mindestens 75 Stunden Restgesundheit. Naja, gut.
Du hattest konntest ja auch Fernattacken machen, aber egal, verlassen. Ja, ich hab, du konntest Leben klauen, kannst du mit Dreieck ist Leben klauen. Life Leech. Doch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss nur sagen, war ein bisschen kurz. Ich hätte noch ein bisschen mehr töten können. Keine Verbindung zu deinem Partner ist abgebrochen. Für Coop sind zwei Spiele erforderlich. Ja, wir müssen wieder neu anladen. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, dunkle Seite haben wir jetzt fertig. Dann würde ich jetzt ich sagen, wir machen jetzt. Wir machen jetzt. Drei Sterne. Überlegenheit, übernimm das Kommando über einen mächtigen ATST-Kampfläufer und neutralisiere den verschanzten Rebellen. Ich finde es blöd, dass wir jetzt das letzte zuerst gemacht haben. Ganz ehrlich. Das fand ich jetzt keine sehr gute Wahl. Das letzte haben wir nicht, wenn du weiter runter gehst. Invasion ist für mich das letzte. Ja, aber das erste wäre Bettlerschlucht gewesen. Und dann ja, dann machen wir doch so, dass jeder immer aussuchen darf. Jetzt bist du dran. Jeder darf aussuchen. Es ist aber gerecht, die Story. Ey. Es ist aber die Story. Na, Bettlers, das ist halt keine Story. Das sind einfach das eine ist Übung. Hier das ist eine Story. Das ist hier aber eine auf Story aufgebaut. Wir haben jetzt das, was erst später kommt. Erst wird diese Basis gesucht, die wir jetzt schon eingenommen haben. Verstehst du, was ich meine? Ach so. Ja, mein Gott. Das war jetzt die Vorfreude auf den okay, dann machen auf Darth Vader. Bettlerschlucht. So. Ja. Ein Partner Co-op. Oh, das wird oh Gott, jetzt werden wir versagen. Und morgen. Wir können ja immer davon ausweichen. Das ist immer so eine Sache. Hä? Wir können ja die ganze Zeit davon ausweichen. Müssen wir auch üben. Ja, Bettlerschlucht, Tatooine. Gerade für Multiplayer, ne? Ja. Wie findest du Darth Vader? Ja, war ein bisschen blöd. Okay. Kannst ja gar nichts weiter machen, außer. Ja, aber was willst du auch machen? Du kannst Waffen werfen, du kannst, glaube ich, einen würgen. Bettlerschlucht. Mission starten. Warten auf Personen. Partner. Ja, ich habe gedrückt. Oh, Video. Aufklärungsmission in Sektor 10. Bis jetzt ist alles ruhig. Wir checken noch die Schluchten und kommen dann zurück. Bitte. Oh, geile Grafik. Lass mich bitte hinter dir fliegen und auf dich schießen. Warum? Du bist doch mein Partner. Ach so. Okay, ja, okay, lenken ist er. Mega geil, mega geil. Bewegen. Kann ich irgendwie Gas geben? Oh, Raketen. Boah, ich muss unbedingt das noch. Schutzschild. Ach so, du kannst, wenn du die linke Taste nach vorne drückst, gibst du Gas. Aber das hast du schon, ne? Ja, ja. Das habe ich schon bei der Beta rausgefunden. Nur ich find's blöd, dass nach X-Wing gar nicht geflogen. Oh. Ich find's nur blöd, dass nach oben ist. Das finde ich total kacke. Boah, ich finde die Geräusche, ne? Hört ihr das? Boah, das ist so geil. Achtung! Ich bin da. Ist alles gut, alles gut. Ich habe natürlich daneben geschossen. Boah, ich komme so nicht klar. Ach, alles gut, ich helfe dir. Ich komme so nicht klar, habe ich gesagt. Warte mal, ich muss mal gucken, ob man hier die Steuerung... gleich umstellen, ja. Die Einstellung. Feindliche Jäger. Steuerung. Flug invertieren, ja, bitte. Auswählen, ja. Jagen. Boah, so, ja, jetzt ist richtig rum. Zwei habe ich erwischt. 50 sind noch da. Upsala. Ja gut, jetzt habe ich auf jeden Fall die richtige Steuerung. Gut, passt. Entschuldigung, ich habe jetzt uns ein bisschen nach hinten gebracht, natürlich. So, Feuer, komm, Feuer drauf. Ach, du kannst sie anvisieren. Jetzt ist es doch viel einfacher so. Und ich musste die ganze Zeit immer so blöd anzielen. Du musst einfach nur L2 drücken, dann nimmst du die sofort ins Visier. Und ich habe die gerade so aus meinen freien Können anvisiert. Ach, das ist ja Quatsch. Feindliche Jäger, sie kommen auf euch zu. Toll, ich hab noch ganz einfach. Doch, ich bin in einen reingeflogen. Geil. Oh. Ja, Schutzschild kann man natürlich auch aktivieren, ne? So, wieder einer erledigt. Guter Schuss, ja, kein Problem für mich. Oh ja, jetzt, ich komme auf jeden Fall schon besser klar als in der Beta. Das muss ich ja wohl mal behaupten hier. Bin der richtige, übelste Abschießer hier. Schon wieder einen erledigt. Können ruhig mehr kommen. Oh, ich werde beschossen. Schutzschild anmachen. Okay. Ja, wieder einen erwischt. Noch einen? Da oben. Gut geschossen, so sehe ich das auch, mein Freund. So sehe ich das auch. Ich merke schon, fliegen. So, weg mit dir. Und wieder ein. Boah. Fliegen müssen wir noch ein bisschen üben.
Onkel, wir sind die übelsten Schlachter. Also ich glaube, wir werden das Universum werden wir hier von den Rebellen oder von den Imperium befreien. Das sag ich dir aber. Und schieß doch mal ein paar Raketen ab, ne? Du kannst sie dann an... Boah, sie wieder einzerstört. Ja, wenn du immer dem zerschießt, den ich anvisiere, dann ist das auch ein bisschen sinnlos. Ey, ich kann nichts dafür, dass ich eine Maschine bin. Oh, ich habe alle weggeknallt. Das ist der Wahnsinn. Oh, das sind TIE-Bomber, ne? Ja. Eigentlich sind die total ne, oder sind das TIE? Es gibt ja solche... Oh, oh, oh. Boah, die schießen Raketen. Boah, lecko mio, ey. Ja, wie schießt man Raketen? Muss ich den lassen? Einen habe ich schon abgegeben, ja. Zwei habe ich abgeschossen. Danke für die Antwort. Dann, das sind noch mehr. Ich habe nicht verstanden, was? Wie man Raketen schießt. R1. Und mit L2 musst du die anvisieren. Und dann musst du R1 drücken. Und wenn du L1 drückst, machst du Schutzschild an. Ich komm. Ja. Ja, du musst mich abschießen. Bam, direkt weg. Ach, guck mal, wie wir die zerlegt haben, du. Die letzten habe ich durch rein... bin ich reingeflogen. Aber ich lebe. Oh, da ist was. Das könnte knapp werden. Ah, scheiße. Oh, Video. Okay, ich muss die Steuerung, da brauche ich noch ein bisschen. Das geht noch nicht. Aber es funktioniert schon. Okay, aber war eine schöne Übung. Also ich muss sagen, top. Hat mir Spaß gemacht. Aber definitiv seid da. Guck mal, wie schlecht ich bin. Definitiv seit der Peter hat sich hier einiges getan mit der Steuerung. Ja, auf jeden Fall. Also ihr seht ja schon, 15-0. Ich bin also richtig abgegangen. Aber das lag mir jetzt auch. Also das war jetzt, hat mir gefallen. Also ich glaube, wenn wir mal zusammenspielen gegen andere und ich bin in der Luft, die werde ich ordentlich einheizen, die Jungs. So, ja, aber immer das nächste weitermachen, meine lieben Freunde. Wird erstmal hier der Part beendet. Oder wollen wir noch einen machen, den Part ein bisschen länger machen? Nö, ne? Ja, können lassen noch einen. Machen wir den ersten. Machen wir noch. Ja. Habe ich gerade so Bock drauf, was soll's? Die Act of Endor, oder? Machen wir kleiner. Ach, ich komme immer wieder ins Multiplayer rein, das ist für Kotzen. So, jetzt Training. Wo bist du jetzt drauf? Jagd auf Endor? Frage ich dich, du bist ja jetzt dran mit Aussuchen. Ja, wollen wir nicht, Du bist dran mit Aussuchen, sag an, was du willst. Ja, Speeder, Jagd auf fliegende Rebellen, oh Gott. Übernimm das Kommando bei mächtigen AT-ST und was ist das? Fliege einen T... Okay, machen wir AT-ST, Roboter. Also Überlegenheit. Okay. Musst mich einladen, ne? Genau. Ja. Und weißt du, da allein da steht schon da unten, erledige den Rebellenabschaum, ja. Allein mit dieser kleinen Untertitel haben die mich schon gelockt. Lord Vader wird in Kürze auf Sulust eintreffen und erwartet, dass die imperiale Basis bis zu seiner Ankunft von Rebellen gesäubert ist. Eskortiere den mächtigen AT-AT-Kampfläufer und lösche sie aus. Geil. Oh yeah. Okay, dann wird nämlich heute der erste Part ein klein wenig länger. Aber das ist ja kein Problem. Vielleicht sollten wir das ganze Training in den ersten Part reinhauen. Dann wird es halt mal ein richtig langer Part. Ja, machen wir. Ich lasse über Nacht laufen, dann läuft es. Und der Part, der wird, den würde ich sagen, machen wir dann auch gleich morgen hoch. Ja, also der wird sofort, also der wird, wenn ihr den jetzt heute seht, ist noch nicht so ganz entschieden, wann wir den nächsten bringen. Muss ich dann nochmal nachgucken, wann ich frei bin. Oh, frei Video. Rebellen haben auf der anderen Seite dieses Gebiets eine Basis errichtet. Eskortieren Sie den AT-AT mit Scoutläufern und vernichten Sie die Rebellen. Ja, Lord Vader. Aufschwärmen. Ich muss echt gestehen, mir macht das echt Spaß. Also, bis jetzt bin ich hellauf begeistert und wenn das so weitergeht, dann können wir vielleicht schon zwei Stück rausbringen in der Woche oder so. Eskortieren, die Basis zurückzuerobern und bis zum Eintreffen des Landungstrupps zu halten. Weil, also das ist ja mega geil, auch die Grafik, wow. Wollen wir doch sowieso, zweimal die Woche. Kriegen wir hin. Ich sag euch am Ende des Parts hier, dieses Parts, sag ich euch noch, welche Tage das sein werden, die das kommen wird. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wo noch frei ist. Okay, Laser. Die Rebellen greifen von der Kammhöhe an. Achtung. Schon alle tot. Kein Problem. Gute Arbeit. Sie haben das Rebellenpack zurückgeschlagen. Du kannst auch sprinten mit dem, ne? Musst du aber reindrücken und gedrückt halten.
Englisch, aber nicht Englisch. Oh. Mein kleiner Onkel. Boah, guck dir mal die Atmosphäre an. Wahnsinn. Der Lava da oben. Schönes Ding. Ich finde auch, dass es geil aussieht. Die Erde bebt richtig, wenn du neben mir läufst. Wo? Boah, wow, das ist ein Mon Calamari-Kreuzer, ist es. Halten Sie die Airwings von unserem Kampfläufer fern. Okay, feindliche Jäger, wir müssen, na klasse, ey. Na klasse. Lenkraketen? Hä? Lenkraketen, aha. Ja, ja, wir müssen, R1 drücken für Lenkrakete. Ja, zwei habe ich schon zerstört. Super. Oh, 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 oh. Komm, 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 geh kaputt. Drecksviech, ehrlich, ey. Ach, ich muss da draufbleiben, oder? Ach, ja, R1. Ja. Ja, R1 und dann einfach nur draufhalten. Und dann hast du den so im Visier und dann musst du ihn verfolgen. Alle vier abgeschossen, kein Problem. Geil, also es ist auch ein Flugdingabwehr. Oh, ach, guck mal da oben. Onkel, schnell. Geil, geiler Zwischeneffekt. Jetzt will ich gar nicht mehr zocken, sondern zugucken, wie der den kaputt macht. Und da sitzt Darth Vader drin. So, ich hol mal wieder so einen Jäger runter. Bist du noch da, Onkel? Ja. Du schweigst so. Bist du mitgerissen, hä? Ja. Oh, guck mal, die haben aber noch Eskorte dabei, die Schweinebuckel. Aber ich hab das ja eigentlich auch schon mal erklärt, warum. Wenn du so viel redest, brauch ich nicht reden. Das bringt ja, das warte, warte, da oben ist ein Jäger. Achtung, Onkel. Das ist schön. Rebellen auf mehreren Seiten geortet. Ja. Bam! Will ich hoffen. Ich heiz euch ein, Leute. Ich heiz euch ein. Da könnt ihr mir von ausgehen. Brechen Sie Ihren Widerstand, damit wir weiter vorrücken können. Haben wir noch mehr Widerstand hier? Nee. Der Onkel lässt den Widerstand wieder da liegen. Nee, das bist der Onkel. Entfernung jetzt 317. Boah, guck dir mal die Raumschlacht da oben an. Oder die, sagen wir mal, die Luftschlacht. Wahnsinn. Fantastisch. Ich will auch da oben sein. Aber du bist jetzt aber schon wieder sehr laut, Rivane. Du bist schon wieder eingeschlafen. Okay, gehen ein bisschen weiter zurück. Besser? Ja. Gut. Boah, das ist jedes Mal das Gleiche mit dir. Ja, ich muss halt mich ein bisschen bewegen. Achtung! X-Wing, X-Wing. X-Wing. Ganz viele dreckige X-Wings. Ist gleich vorbei, mein Freund. Ist gleich vorbei. Ich krieg dich. Und zieh so Rakete. Ja. Hey. Oh, guck mal, wie der abstürzt. Boah. Geil. Du bist schon wieder so nah dran, ey. Ich bin da schon weiter weg. Ich habe nur lauter geschrien, weil ich geil gesagt habe. Ist aber auch geil. Guck dir das mal an. Okay, wir müssen da ein bisschen rumschießen. Okay, gehen wir mal vorwärts. Okay, da haben wir noch einen. Ja, denk an die Jäger in der Luft. Ich sehe keinen. Gut. Die Rebellen kommen aus verschiedenen Richtungen. Ah, das ist echt easy. Also ich sag ja, die Computergegner, ja, die können Training. Gar nichts. Training, ja. Ne? Auf dem genau. Kampf, auf dem Schlachtfeld sieht es schon wieder ganz anders aus. Ja, ich glaube auch. Ja. Oh, da liegt ein schöner AT-AT. Mach ich doch nie. Sieh ja gar nichts, was ich hier irgendwie. Das ist hier nur ein Durchstolzieren und Grafik kann. Betrachten. Oh, zurück in die Schlacht, was? Mhm. Ich kann wo ich hinschießen soll. Ich auch nicht. Da oben ist irgendwas Rotes. Wo denn? Ach so, der will landen. Unser Vader will landen. Wow. Ach, ist das jetzt da, wo wir das Tor gerade aufgemacht haben? Also unser Tutorial hat keinen Zusammenhang, weil wir uns querbeet durcharbeiten.
Ja, ich habe schon wieder 24 und du hast nur 10. Was machst du denn die ganze Zeit? Ja, ballerst du alles ab. Ey, drück doch nicht so schnell. Ich wollte gucken, was ich für Punkte kriege und so. Der Onkel, ey. Der alte Drücker. Doch, du hast weggedrückt. Schäm dich. Doch, mich interessiert das, weil da kriegen wir Credits. Mit diesen Credits kann ich mir eine Unterhose kaufen. Missionen. So, was haben wir denn noch? Jagd auf Endor und Invasion. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal Jagd auf Endor. Yo, lad mich aus. Oh, ich habe nur 2 Sterne bekommen jeweils. Für den Battler und für den Überlegenheit. Okay, obwohl ich so alles abgeballert habe. Krasse Sache. Krass. Mach das so. Na komm. Komm, dann mach ich. Ja, ich komm ja. Und warte mal mit dem Vorlesen. Ich will auch. Also, nee, Quatsch. Ich krieg das gar nicht mit. Wenn du vorliest, dieses Option, krieg ich gar nicht zu Jagd sehen, weil auf ich direkt Endor, ins Game geladen Endor. Werde. Endor. Rebellentruppen bewegen sich in Reichweite deiner Patrouille auf einen Exfiltrationspunkt zu. Sie dürfen nicht entkommen. Oh, das hört sich gut an. Boah, damit jetzt, das ist ja so ein schnelles Ding, ne, wo man hier so schnell dingsen muss. Ja, ja, und dann werden wahrscheinlich die E-Box uns Steine gegen den Kopf werfen. Jagd auf Endor. Mission geil, started. Boah, ach, das ist ein Trailer-Video, ne? Ja. Sind die Speeder schon bereit? Wir haben sie. Gut, Patrouille fortsetzen. Ja, Sir. Also, als wäre man wirklich da live dabei, ne? Oh Gott, das wird jetzt heftig. Das ist so wie Autorennen. Da wirst du wahrscheinlich besser sein. Oh, du kannst auch schießen. Upsala. Oha. Kann ich eigentlich noch irgendwas machen? Oha. Ich bin gegen den Baum geflogen. Ja, ich auch gerade. Ach, mit R lenkt man. Okay, wir müssen kämpfen. Ach du Scheiße. Was ist mit mir? Oh, du sei, froh, dass du so sei froh, dass du so einen fleißigen Teampartner hast, der so gut ist. Der mich nur abdrängt. Gar nicht. Oh, Junge. Scheiße, Baum war im Weg. Baum war im Weg. Oh, Mann. Boah, das ist geil. Mich oh, shit. So auf. Was denn? Ich mach doch überhaupt dass nichts. Dass du mich so abdrängst. Ach, ich, als ob du hast mich abgedrängt. Außerdem bin ich unten lang. Du kannst da oben lang gehen. Oh, gerade Schaden genommen am Baum. Oh, ich bin kaputt gegangen. Ich habe mich selbst besiegt. Oh ja, ja. Hm. Okay. Bin das erste Mal gestorben. Aber ist ja okay. Das ist ziemlich fix. Muss ja doch lenken hier. Ich dachte, man kann nicht sterben, deswegen. Oh, oh, oh. Oh, Scheiße. Was mache ich denn? Schon wieder gestorben. Ich will wieder in die Luft. Das hat mir besser gefallen. Geht aber halt okay. Nicht immer nur nach dir. Na, war doch Spaß, ist doch gut. Ey. Mir macht das Spaß, ich muss mich halt erstmal dran gewöhnen. Wow, Leute. Also wenn ich diese Supergas-Ding gebe da, dann habe ich ein bisschen Probleme. Weiß ich nicht, weil ich dann immer Angst habe, irgendwo gegenzufahren. Die Rebellen entkommen. Was, die Rebellen entkommen, du musst schneller sein. Ich! Ach, jetzt raff ich das. Du musstest R1 gedrückt halten die ganze Zeit. Nee, L1. Ja, meine ich ja. Ach, ich habe die ganze Zeit, immer nur einmal gedrückt. Nein, ich bin gegen Baum geflogen. Ich auch. ja. Ich glaube, ich habe nur noch ein Leben, mein Freund. Nee, du bist gefallen, ich bin tot. Ich bin weg. Das kannst du bestimmt mir zudrücken, oder? Nee, gar nichts. Was, wie gar nichts? Nee, bei mir steht, du bist gefallen, ich kann nicht zugucken bei dir. Ja, liebe Leute, das war ein Satz mit, das war wohl nix. Aber wenigstens höre ich noch, wenn die reden. Linkskurve. Aber ich warte, vielleicht stirbt der Onkel, ja. Vielleicht hast du, kannst du auch irgendeine Taste drücken. Nee, ich habe schon alles gedrückt. Passiert nix. Alter. Na ja, Hause weg und dann ist gut. Ist ja nicht schlimm. Dann muss ich halt ein bisschen üben. Ich sag ja Auto rennen. Ah, jetzt tut sich was. Heftig, ey. Oh. Geil. Onkel, weißt du, woran mich das erinnert? Nie beendet. Naja. Okay, X.
Ja, da kriege ich nur einen Stern, ja. Ja, ein Stern. Ne, zwei Sterne habe ich bekommen. Wieso das denn? Zwei Sterne. Ich siege fünf. Achso, weil ich fünf Rebellen getötet habe. Oh, ich bin ein richtiger Killer. Ja. Haben wir nur noch eine. Ja. Eine. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel. Dann werden wir erstmal den Part beenden. Ja, ja, davor werde ich, aber nochmal ansagen, welche Tage denn dann immer. Gerne. Dingens kommt. Star Wars. Jeden Battlefront. Tag. Nee, vielleicht. Nicht jeden Tag. Nein, war nur Spaß. Aber wäre schön. 9 Nein, von 15 habe ich. Weiß. Machen wir doch nicht. Geht auch gar nicht. Dafür kommen aber längere. So. Ach, nee, du hast mich schon eingeladen. Kommt auch nicht. Ja, also. Das ist jetzt der erste Part. So 25, ach, der labert aber eine Scheiße schon wieder. Es wären 20 Minuten Parts wie immer. Okay. War nur der erste, ne? Ja. Wenn's halt, wenn wir halt mit einem Fight sind, dann geht der Part länger. Das ist schon klar, aber. Was Rivano da schon wieder macht, das ist. Ich war doch nur Spaß, das wisst ihr doch alle. Nee. Kennt doch den Onkel. Wir haben ach so, das Imperium hat eine Rebellenbasis entdeckt, die verteidigt werden muss, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Verteidige den Energiegenerator um jeden Preis. Invasion. Oh, dürfen. Ah, das kennen wir ja noch, ne? Da hatten wir gar keine Chance gehabt. Bei der Beta. Kann ich nicht, ne? Doch, das ist Hot, wo wir verteidigen mussten. Da sind wir doch die ganze Zeit immer gestorben. Hast du schon wieder vergessen, ne? Das war Multiplayer, aber das hat doch nichts damit. Das ist dasselbe das Ding. Das ist doch der gleiche Planet, das ist doch Hot. Ja, aber. Verteidigt den Energiegenerator, bis alle Transportschiffe entkommen sind. Boah, das sieht ja geil aus. Möge die Macht mit euch sein. AT-ST-Läufer auf 12 Uhr. Okay, was habe ich denn für Moves jetzt hier? Ich bin erledigt. Oho. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich kann nur. Verdammt! Wir haben noch einen Speeder verloren! L1. Tempo-Speed, okay. Ich komme, wo ich hin muss. Naja, wir müssen auf die Dinger schießen. Die Frage ist: Gehen die auch kaputt? Da gibt's überhaupt kein Schießen, du Neger. Ja, klar! R2. Du. Was hast du gesagt? Was? Ich habe nichts gesagt. Was hast du gesagt? Ich muss weg. Gibt's auch andere Jäger hier oder gibt's hier nur Generator zerstören. Nein, es gibt okay. Ja. Ah, der hat aber kein Ziel, also kein vernünftiges Ziel, muss ich sagen. Nein, hat er auch nicht. So, einen habe ich erledigt, einen habe ich erledigt. Ja, wieder den ich vorbereitet habe, du Drecksack. Du. Ach, jetzt übertreib nicht, das sind vier den, Stück und gerade den... Ihr genau gesehen, ich bin über den die ganze Zeit drüber und hab ja, was soll ich das? Ich habe deine Sicht nicht, ich habe nur meine Sicht. Mir weg. Und gibt noch dabei an. Ich bin Killer, weißt du doch. Ja. Den hast du wahrscheinlich auch anvisiert, den ich jetzt töte, ne? Okay, sind nur noch zwei. Aber wenn das... Oh, oh, oh. Ich sag dir was, wenn das nur noch die beiden sind, dann kommen bestimmt auch noch gleich größere und dann haben wir ein Problem. Großartiger Schuss. Du kannst ja auch abbremsen, da kannst du ja fast eigentlich total gemütlich über die Welt gleiten hier. Das war der letzte. Transportschiff hat Startfreigabe. Okay, erste Schiff haut ab. Okay, cool. Guck mal, wie die abhauen. Achso, zeigen die im Video. Die müssen wir jetzt begleiten, ne? Ich glaube, wir müssen die nächste Angriffswelle ausschalten, damit die anderen abhauen können. Ja. Okay, man sieht schon. Oh, Scheiße. Ja, das ist ja auch eine Filmszene gewesen. Aus dem Episode 5 war das. Wo die den Planeten angegriffen haben. Dann sind die auch abgehauen. Und dann kamen die. Und ja, jetzt kannst du Seil werfen mit Dreieck, ne? Ah, bist schon am Wickeln? Ja, ja. Noch eine Runde. Eine Runde noch. Aber ich kann keinen Schaden machen, okay? Nee, ich mach hier gerade. Erfolg. Hast du einen Flak gelegt? Ja. Schönes Ding. Schön gemacht, Onkel. Da hat der Onkel aber mal ordentlich den Star Wars raushängen lassen hier. Ja. Du hast die ganze Zeit den Mist gemacht, ich habe jetzt die coole Szene übernommen. Ach komm, ich habe das ja auch beobachtet. Aber du brennst schon wieder. Du bist schon wieder total fertig mit der Welt. Da greift euch an. Da unten? Was ist denn da los? Es kommt noch mehr. Die kleinen Würstchen. Ah, okay, ich möchte auch einmal bitte kurz. Hast du Speed runtergenommen oder bist du mit Speed rein? Konzentriert. Mit runtergenommen.
Okay. Zack, nächster weg. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was? Keine Ahnung, ich habe den Kabel drum gebunden, aber dann musste ich, So, was muss ich jetzt machen hier? Ich raff das gar nicht, was ich da drücken muss, so schnell. Bist du R, steht doch dort. R, ja, das sagt mir aber nichts. So, ich habe R gedrückt. Ach so, ach, jetzt raff ich's. Ah, alles klar. Gleich hast du's geschafft. Ach, naja, okay. Ah. Ich muss nur auf meinen Flieger achten. Oh, der hat mich, boah, was? Der Typ hat mit seinem Powerschuss hat er mich vom Himmel geholt. Ich hatte 86% Leben noch. Wahnsinn. Weiter so. Das war jetzt heftig. Drahtseil ausklingen. Bist du noch dabei? Ja, ja. Zack. Ja, hast du schon. Oh, ich hätte es auch gemacht jetzt, aber okay. Oh, fuck, aber dabei bin ich jetzt abgestürzt. Der letzte Läufer ist zerstört. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Okay. Ja, muss ja erstmal reinkommen, ne? Ist ja kein Problem. Ja, kommt ja noch eine Welle. Mit den Missiles auch so. Hast du ja auch alles abgeknallt, obwohl ich es nicht gerafft habe. Ja, wir sind ja beide gut, also von daher. Ein Undestruction-Team. So, oh, oh, jetzt geht's aber los. Jeeha! Geil, jetzt kommt aber alles, ne? Kleine kommen auch noch, Onkel. Also die letzte Invasions-Trainingsmission haben sie aber lange gemacht, ne? Boah. Okay, also, man muss die erst drumrum. Du musst die erst drumrum abballern. Aber es hat geklappt jetzt, schon. Aber sonst das muss geht man die schon, ganzen... Das geht schon, das geht schon. Mach dir keine Sorgen. Hab ich schon. Wie kann die ausklinken? Ah, der macht der automatisch, ne? Geil, ich hab schon einen flach gelegt, siehst du? Ich bin ein schneller Lerner. Gute Arbeit. Aber. Jetzt muss ich die komischen Kleinen ausschalten, sonst hast du echt Probleme. Hab ich schon gesagt. Hm? Hast du schon, hab ich schon gesagt. Weiß, ich helf dir ja. Ich hab schon zwei Stück, drei Stück hab ich schon erledigt. Ach so, Gigabat! Ich hab daneben geschossen. Was kannst du? Hä? Was? Hast du was herausgefunden? Sag's mir. Ja, wenn du link, musst du mal mit den Cursor-Tasten nach links und rechts, da kannst du schnell wenden und so. Ach so, ja, ja. Oh, jetzt bin ich reingeflogen in einen. Aber ich habe ihn kaputt gemacht. Das muss man anerkennen. Ich habe mein Leben geopfert. Ach, ich bin schon wieder gefallen? Zuschauer bin ich jetzt. Ach komm, ich bin zweimal nur gestorben. Ja, wahrscheinlich werden unsere Kills zusammengezählt, ne? Ja, ja. Scheiße, weil du gestorben bist, bin ich auch tot. Du musst aufpassen, dass du jetzt nicht stirbst, Onkel, sonst war's das. Aber so können wir mal entspannt zugucken, was der Onkel so macht. Der schießt erstmal voll daneben. Ne, das war gut. Da ist noch einer da unten. Oh, da sind noch mehrere. Hast du das Geräusch gehört? Ja, ja. Dieses Error. Jawohl. Oh. Boah, da wird einem leicht schwindelig, wenn man das so als Zuschauer verfolgt. Versuch es nochmal. Was macht der Onkel? Der landet erstmal? Na, ich muss damit zurechtkommen, dass links. Er macht jetzt erstmal ein Nickerchen. Die Harpune, los. Greif mal den Kampfjäger da oben an, hier, den Sternzerstörer da. Wahrscheinlich macht er einen Laser und dann war's das mit dir. Schade, dass ich nicht so eine kleine Minikanone oder so hab dann bei dir. Das wäre voll geil. Dann könnte ich noch mitspielen ein bisschen, weißt du? Mhm. Boah, krass, ey. Eine Stunde Part, Wahnsinn. Ja, leck mich doch die Sack. Ja, ich kann leider nichts machen, liebe Zuschauer. Ich würde den Onkel gerne helfen, aber kann ich gerade nicht. Meine Fresse. Ich muss seitlich irgendwie reinfliegen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Schildgenerator wahrscheinlich nicht mehr lange mitmacht. Sie haben einen unserer Speeder erwischt. Mehrere Kampfwerker öffnen gleich das Feuer auf unseren Generator. Mhm. Ja, 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 oh, ja. Oh, das war geil. Das war geil. Schnelle Umdrehung. So, die haben noch einen fetten und einen kleinen. Mein Gott nochmal. Der Onkel fliegt immer dagegen, das sieht so witzig aus. Die wird schon nervös, die will das letzte Schiff losschicken, aber der Onkel vermasselt es. Oh, jetzt ist abgestürzt. Oh. Tja, müssen wir leider nochmal wiederholen. Ja, Mission gescheitert, tatsächlich.
Ja, ich komm noch nicht so richtig mit dem Rechts-Links-Stick. Das ist für mich noch. Ich muss ja, also rechts ist da, wo der Daumen links ist. Keine Sorge, liebe Leute, der Onkel irgendwann in seinem Leben wird er schon wissen, was rechts und links ist. Oh, ich bin da selbst abgeschmiert. Ein paar Mal. Oh, nochmal. Machen wir direkt fertig, oder? Onkel? Ja, ja. Evakuierung läuft. Gut. Ja, wird auch ein bisschen länger, der Part jetzt. Ja, ja, die Macht ist mit mir. Ich will immer mit rechts Gas geben. Das geht aber ja gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich von den GTA-Steuerungen und so, weißt du? Schön Auto fahren. Boah, ey, ich hab den doch abgeballert. Was soll der Geiz jetzt hier? Was ist denn da los? Die haben sogar Bodentruppen. Das finde ich voll... Ich treffe die nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit hinten auf seinen Arsch geschossen. Und der läuft einfach weiter. Also... Wie nennt man das? Arschlös? Total geil. Ah, jetzt habe ich ihn. Gute Arbeit bei der Zerstörung dieses ATF. Ja, kein Problem, habe ich gerne gemacht. Hier sind überall Bodentruppen, sehe ich gerade. Die müssen wir ja auch wegholen, ne? Oh. Naja, ich habe ihn weggeholt. Wir haben noch einen Speeder verloren. Ah, der Onkel hat schon wieder Leben weggeschossen. Ganz kostbares. Drei haben wir noch. Naja, das passt schon. Okay. Nein, ich lass nicht nach. Ich hau den weg. Ist doch kein Problem. So. Das war der letzte. Das war der letzte. Aber ich finde die Konstruktion von diesem Raumschiff sieht schon bemerkenswert aus, ne? Sieht aus wie so ein Fisch oder sowas. Erstes Transportschiff evakuiert. Oh. Der hat gerade unseren Ding zerschossen. Hast du gehört? Du bist so ein Heckenpenner. Was denn? Ja, ich, entweder du oder ich. Hauptsache, wir hauen den weg. Ist doch scheißegal, wer jetzt. Es geht doch jetzt gar nicht mehr darum, wer was gewinnt. Es geht doch einfach nur darum, dass wir gewinnen. Ja, ja, klar. Das Spiel jetzt. Deswegen hast du auch Dauer gegeben, dass du auch nicht gewinnst. Ja, ich habe ihn erfolgreich umgehauen. Da kommen da gleich noch drei Stück. Die kannst du gerne alle umhauen. Aber bevor ich oder wir verlieren, ist mir das schon ganz wichtig. Ja, ja. Welchen willst du? Links oder rechts? Oh, voll in seinen Laser reingeflogen. Ja. Okay, ich bin dran. Ich bin dran. Was? Ja, ich leg den gerade am warte Boden. Warte mal, stopp, es ist gerade. Oh, okay. Ich hab ihn schon grad zerlegt. Ach, das ist doch. Du hast nichts geschafft. Du stirbst ja nur noch. Du bist nur noch am Verrecken, der Kerl. Zerstörung des AT-AT bestätigt. Du hast ja doch mal gerafft, dass jetzt jemand in die Party reinkam, ne? Ich hab nicht verstanden, was? Ja, mach doch mal dein Spiel leiser, meine Herren. Ja, dann hör ich, dann ist aber dann zu leise, dann hören die anderen nichts mehr. Du dir auf deinen Kopfhörer und du Blödmann. Was wolltest du mir denn jetzt sagen? Gleich hast du es geschafft. Drahtseil ausklicken. Oh, ich habe jetzt alle es zerlegt. Es kam hier. Gerade also jemand in unsere Party rein, habe ich gesagt. Ach so, wie können die denn einfach reinkommen? Warum? Der letzte Läufer ist zerstört. Komisch. Hast du ihn wieder rausgeworfen? Ja, aber ich könnte mal die Party vielleicht auf privat stellen. Ach Mann, ey, warum muss ich das ja, machen? Ja, machen wir beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir nur noch kein Leben mehr, ne? Und wir sind beide am Fliegen. Das heißt, wenn du jetzt stirbst, dann war's das. Scheiße, ey, die Mission ist gar nicht mehr so einfach. Oh, geh mir aus dem Sack, aus dem Weg, meine ich. Oh. Ach, scheiße, jetzt bin ich abgestürzt. Mann. Ah. Weiter so. Mann, nur weil ich jetzt gerade was machen wollte. Weil du wieder schneller sein wolltest als ich. Naja, dafür habe ich die anderen habe ich zerlegt, aber naja.
Gut, Onkel, jetzt darfst du nicht sterben, ne? Das hängt jetzt an dir, die Welt. Ob die Rebellen weiterleben dürfen. Die Drahtseilharpune. Ach, das Steuern von den Dingern. Nicht mein Ding. Ja, ich schaue den Onkel gerade ganz gespannt zu und bin echt fasziniert von seinen Kampfkünsten. Du willst doch schon wieder über mich herziehen, komm. Was? Du musst mir doch wieder über mich herziehen. Ich bin da tot, ich kann ja nichts machen. Du meinst, ja, der, weißt du, der Tote zieht über mich her. Ja, ja. Nein, ich bin ja stolz drauf, aber ich weiß nicht, das sieht so schlecht aus für uns. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Man kriegt ja auch keine Lebensenergie zurück, ne? Imperiale Kampfläufer bereitet einen Angriff auf... Naja, das kommt auch noch dazu. Wenn du den nicht kaputt machst, dann schießen die nämlich den Schildgenerator im Arsch. Bist du eigentlich voll... Hä? Oh, okay. Was war die jetzt? Ja, der hat die abgeballert. Der Drecksack. 7, guck mal, ich hab... 7. Nochmal, oder was? Ne, natürlich, machen wir doch. Ja, Leute, das wird ein 5-Stunden-Part, weil wir an dieser Mission nicht mehr vorankommen. Oh Gott. Warum? Weil es kein Teamspiel gibt, sondern ein Gegenspiel. Wir spielen gegeneinander. Wieso? Wir sind im Team. So ein Quatsch. Ja. Ja gut, der ist ja nur noch ein AT-AT gerade gewesen. Dann ist klar, wir beide sind da drauf geflogen. Dann kümmer du dich um den. Dann flieg ich rum und warte. Nee, das ist falsch gewesen, was du jetzt erzählt hast. Doch, der erste AT-AT kommt Man macht erstmal die Kleinen kaputt und dann stenzelt man drumrum. Stopp. Bei dem ersten Mal kommt erstmal nur ein AT-AT ohne Kleine, ohne irgendwas. Und da sind wir beide drauf. Und sonst waren wir die ganze Zeit getrennt gerade, weil ich nämlich gar nicht dabei war. War ja von Anfang an schon tot. Ein TST-Läufer auf 12 Uhr. Und da sind da rechts und links welche. Müssen wir uns halt gucken, dass wir halt so abpassen, dass wir beide... Dass du natürlich wieder auf dieselben gehst, wo ich hingehe. Ey, übelst nervig, Wahnsinn. Wieso? Ich kann ja auch sagen, du gehst auf die, wo ich drauf gehe. Hä? Also, will gar nichts anderes hören jetzt hier. Mhm. So, der eine ist schon mal tot. Ja, am Anfang ist das halt normal, weil so wenige sind, weißt du? Wenn später ganz viele ist, dann haben wir auch, dann können wir uns abwechseln. Sie wollen unseren Energiegenerator zerstören. Ja, ja, ich weiß. Energiegenerator. Hab ich verstanden. So, wo ist der? Du kannst noch ein bisschen die Schüsse zentrieren, ne? Mit R2. Na, ich hab schon gedacht. Hm? Voll drauf. Ja, schön. Haben wir gut gemacht. Ja. Die Ionenkanone bist du schon mal dran vorbeigeflogen. Die sieht geil aus, ne? Das war der letzte. Nein, das nicht. Das ist diese runde Kugel, die schießt halt ins Universum. Aha. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, Ionenkanonen waren dafür da, um die Schutzschilde kaputt zu machen von den Schiffen. Oder um da durchzugehen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. So, jetzt ist nur ein AT-AT da und jetzt geh du dann drauf, okay. Weil es gibt nämlich nur einen. Und da sind wir halt beide gerade drauf und deswegen haben wir uns halt verbockt. Seine Patrouille ist zu stark für Blaster. Dann hau du den weg. Und dann kommen danach, wenn du den getötet hast, nämlich nochmal 2 Stück. Und dann hast du für jeden einen dabei. Kabel ausklicken. Schön. Sieht schon geil aus, wie der umfällt, ne? Siehst du, wenn man nämlich das mal mit ein bisschen Absprache macht, funktioniert das auch. Ja klar, machen wir. Mir ist es ja egal eigentlich, wer auf welchen drauf geht. Es geht mir darum, ich will nur gewinnen. Es geht mir nur darum, dass du mir sagst, wo du, wenn du den einen angreifst, dass du... Ja, also ich gehe links. Ich gehe links. Geh du rechts, okay? Okay. Ich werde den direkt wegjagen hier, den Affen. So, ich bin drauf, ja. Schön. Ich auch.
Eigentlich ist das ja ein geiles Minigame, muss ich sagen. Haltet den Ding im. Ne? Das ist spaßig. Oh. Ja, kaputt. Ah, ich glaube, wenn wir jetzt so spielen, dann kriegen wir die kaputt. Wir haben noch 4 Leben. Ja. Ja, ich komme langsam zurecht, muss ich sagen. Jetzt kehrt bei mir auch so eine innere Ruhe langsam ein. Ich muss gestehen auch, dass die Steuerung viel besser ist. Also in der Beta war die nicht so fließend, flüssig. Bei mir muss ich nämlich sagen, es ist immer umgedreht, wie bei anderen, die sich da aufregen, wenn sie nicht weiterkommen. Da werde ich immer ruhiger und versuche, das konzentrierter zu machen. Ja, wir müssen ja vorankommen, auf jeden Fall. Und man wäre natürlich auch noch besser, weil wir, naja, Händchen kriegen, ne? Okay, ich gehe wieder links. Seite, ja. Ja. Ich habe beide. Oh, scheiße, okay, hat mich zerlegt. Du solltest erst die Kleinen wegsensen. Dann ja, habe ich. Der Fette hat mich zerlegt. Der hat einen Schuss gebraucht. Ey, macht ja nichts. Kann ja mal passieren. Ich habe die 2 Kleinen abgeballert, aber der Fette hat mich halt voll erledigt. Voll drauf. Ja, Harpune. Kommt ja gleich. So. Jetzt schnappe ich mir den ersten AT-ST. Okay, Harpune, den ersten bin ich hier am Fischen. Hohoho. Nein! Oh. Ich finde das geil, dass die uns immer Anweisungen gibt. Sieht die das hinten mit so einem Fernglas oder was? Weil die immer sagt, jetzt musst du loscutten. Ja, die beobachtet uns. Du hast es geschafft. Okay, einen haben wir schon mal weg. Ja, gleich ist der zweite weg. Jetzt. Ja. Okay. Und so, der zweite ist auch gleich weg. Gleich fällt der zweite. Und Schön. Zack, und. Ja, weg ist er. Hab ich weggejagt von so einem kleinen Scheißer da. Gute Arbeit. Der AT-AT ist zerstört. Sehr schön. Läuft doch. Okay, bist auch einmal gestorben. Das war der letzte. So, Hammer. Ah, Video. Boah, wie easy, ne, mit Teamplay. Ich sag doch. Ja, miteinander spielen geht es so. Und dabei sind wir ein gutes Team. Eigentlich. Ja, nur mit das sinnlose Konkurrenzdenken. Ah ja. 11-1, ich bin doch so gut. Ich muss mich noch nicht mal anstrengen. Siehst du, schon habe ich wieder Bock, dich abzuknallen. Ich weiß. Macht dann nur Spaß. Aber ich will zuerst mal die Sterne hier sehen. Total toll. Der Spaß, den du hast. Oh, wir kriegen 3. Geil. Ey, wir waren echt gut. So, boah, wie viel du Geld. Ich muss mal gucken, oder? was wir nachher mit Geld machen können. Hast du nicht 3 gekriegt? Doch, ich hab 3 gekriegt. Wow. Ne, nicht wiederholen. Auch verlassen, bitte. Ja, super. Also ich so, eine Stunde, meine lieben Freunde. Jetzt haben wir das Training beendet. Jetzt schaue ich noch ganz schnell, um euch zu informieren, wann die Folgen denn kommen. Und genau. Zwar werden sie kommen immer, also die Folge ist jetzt eine Ausnahmefolge, weil es ist die erste Folge ist, und zwar immer montags und mittwochs, oder willst du freitags und sonntags? Wie machen wir es denn? Nee, wir haben schon so viel. Ich würde sagen montags, damit wir morgen montags schon. Montags und mittwochs oder freitags und sonntags. Oh, ja, okay, Montag, wir machen es. Montag, Mittwoch. Wir machen es Montag, mittwochs 13 Uhr wird jetzt immer eine Folge kommen, meine lieben Freunde. Und ja, diese und Folge, also das heißt, diese Folge kommt jetzt und morgen folgt gleich wieder noch eine andere. Wow, das ist doch geil. Genau, am Dienstag, ne? Ja. Genau. Jetzt diese Folge ist ja Dienstag, also heute ist Dienstag und morgen kommt dann die nächste Folge gleich wieder und dann nächsten Montag wieder. Das ist doch perfekt. Genau. Und heute eine Stunde Folge, da habt ihr was zu gaffen. Und ja, und morgen fangen wir dann mal mit den Missionen, also mit diesen, und zwar mit dieser Schlacht ab. Ach, kämpfe gegen einen Freund. Okay, bist jetzt bei machen Mission, wir einfach ne? auch mal. Machen wir auch mal. Ist ja wurscht. Und überleben dann zum Schluss. Morgen machen wir eine Schlacht, meine lieben Freunde. Und das sehen wir uns dann wieder. Und ja, schaut bei Revano vorbei. Schaut bei mir, GamersCheckLP, vorbei. Und wir sehen uns. Bis denn. Möge die Macht mit dir sein. Ciao.